Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, es lässt mal wieder so ein bisschen den Verdacht aufkommen, dass die Klüngeleien, die da so gelaufen sind im Gesundheitsministerium, nicht nur einen Brief an die Ü60 betrifft, sondern, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich unterwegs bin, ich höre und sehe extrem viel Werbung zum Thema Impfen, Impfschutz, Grippeschutzimpfung, auch an den Corona-Schutz denken und auch da nochmal überprüfen und was weiß ich nicht alles. Im Moment zahlt unser Staat extrem viel Geld für Werbung, Werbeplakate. Dann sind Plakate mit Energiesparen und kauft euch Energie- oder Wassersparschutz, Duschköpfe mit Wassersparen und was weiß ich nicht alle. Das sind unsere Steuergelder, die da wieder rausgepulvert werden. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, aber ist ja schon alles ein bisschen fraglich, dass im Moment so viel Geld ausgegeben wird, 50 Millionen für die Briefe. Ich will nicht wissen, was diese Werbekampagnen kosten, weil ich glaube nicht, dass gerade die privaten Radiosender, Fernsehsender und so weiter, dass die sagen, ja, wir machen das kostenlos. Die werden auch ihr Geld dafür haben wollen, so wie sie für jeden anderen Werbeblock Geld haben wollen. Und das kann durchaus in die hunderte Millionen gehen, die dieses Jahr für Werbemaßnahmen ausgegeben worden sind. Und das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe hier teilweise Plakate gesehen, wo ich mir echt noch den Kopf gepackt habe und gesagt habe, ey, wie alleine schon diese Gestaltung, der Staat ist angestellt von uns. In der Regel, wir in der Pflege sind ein bisschen eine Ausnahme, aber in der Regel duze ich meinen Chef nicht. Ich benutze die Sie-Höflichkeitsform. Das heißt, helfen auch Sie, Energie zu sparen und nicht hilf auch du, Energie zu sparen. Oder ist es eure Aufgabe, sondern nein, es ist Ihre Aufgabe. Der Staat verliert da auch ganz gewaltig uns als Bürgern gegenüber die Höflichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze betrachtet. Wenn mich ein Politiker duzt, habe ich keinen Respekt mehr vor diesem Menschen. Weil er mir gegenüber auch keinen Respekt äußert. So sehe ich das Ganze. Und wir hatten damit angefangen. Respekt für dich, Scholz, mit seinem Werbeplakat. So, nur so als Beispiel. Ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, aber ich finde es eine absolute Frechheit, dass Dinge, die in Arztpraxis in Sprechstundenzimmer gehören, mal wieder öffentlich rausgehauen werden, dass dafür Werbeetats geschaffen werden, die einem Staat eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht zustehen. Das ist Steuergelderverschwendung aus meiner Sicht. Und wir wissen bei einem bestimmten Punkt, dass da ein Lauterbach das Ganze einer SPD-nahen Werbeagentur übertragen hat. Und ich bin mir sicher, das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was da läuft, mal wieder. In den ganzen letzten Jahren ist meiner Ansicht nach so viel an offensichtlichen Fragwürdigkeiten passiert, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass man, ja, das gar nicht mehr wirklich in Worte fassen kann. Ich komme mir in diesem Land manchmal vor, wie einem schlechten Mafia-Film aus den 80ern. So offensichtlich, wie das mittlerweile geworden ist. Wahnsinn. Auf jeden Fall würde mich eure Meinung interessieren, ob ihr das auch als Steuerverschwendung betrachtet, ob ihr das auch seht, dass eine Impfberatung, Anregung oder wie auch immer in die Sprechstunde gehört, nämlich zwischen Arzt und Patient und nicht durch einen Staat nochmal fokussiert werden sollte. Und auch diese ganzen Geschichten mit diesem Brief, was haltet ihr davon? Also ich kenne ganz viele, die haben da gesagt, was ist das denn für ein Müll? Ja? Also da ist extrem viel verpulvert und verschwendet worden, muss man ganz ehrlich so sagen. Naja, meine Lieben, eure Meinung interessiert mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.